Haben Sie sich auch schon überlegt, wie neue Lebensmittel auf den Markt kommen und was alles dahinter steckt? Die Anforderungen seitens Konsumenten, der Großverteiler und der Behörden sind heute sehr vielfältig. Und die Herausforderungen seitens Lebensmittelindustrie, sei es aus technologischer, rechtlicher, marketingtechnischer oder betriebswirtschaftlicher Sicht, sind sehr groß. Im Bachelorstudiengang Food Science und Management der SHL werden alle Kompetenzen, die für die Produktentwicklung und Verpackungsgestaltung notwendig sind, erlernt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Studierende dieses Lehrganges einmal in der Produktentwicklung oder im Innovationsprozess einer Lebensmittelindustrie arbeiten, ist sehr groß. Deshalb wurde im sechsten und letzten Semester ein Synthesemodul entwickelt, wo alle diese Kompetenzen und Erfahrungen, die die Studierenden vorher gemacht haben, zur Anwendung kommen. Dieses Modul heißt Produktentwicklung und ganzheitliche Verpackungslösungen. Ein mit Gaumenfreuden essbares, marktfähiges und betriebswirtschaftlich konkurrenzfähiges Lebensmittel mitsamt einem Verpackungsvorschlag von A bis Z zu entwickeln. Das ist das fassbare und zu präsentierende Ergebnis des Moduls Produktentwicklung und ganzheitliche Verpackungslösungen. Das eigentliche Ziel aber ist der Weg, welcher zum Endergebnis führt, mit seinen verschiedenen Phasen und Herausforderungen. Als Unterrichtskonzept wurde eine eigenständige Projektarbeit in Vierer- bis Fünfergruppen gewählt. In jedem Team ist je mindestens ein Studierender, eine Studierende der Vertiefungsrichtungen Consumer Science and Marketing, Technology und Food Business. Während des Semesters gibt es zur Begleitung des Moduls Seminare, Workshops, Gastreferate, Exkursionen und Rollenspiele im Rahmen der Meilenstein-Meetings. Das Modul enthält 6 EC-Punkte und entsprechend 180 Stunden. Davon sind Kontaktunterricht 30 bis 40 Stunden und begleitetes Selbststudium 120 bis 140 Stunden. Das Besondere am Modul ist die Simulation des Innovationsprozesses, wie er realitätsgetreu auch draußen in der Privatwirtschaft abläuft, nämlich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von verschiedenen Funktionen in einem Lebensmittelbetrieb. Dabei spielen Studierende Projektmitarbeitende in verschiedenen Funktionen und die Lehrpersonen sind die Vorgesetzten dieser Studierenden, als Geschäftsleitungsmitglieder oder gar als Verwaltungsrat. Des Weiteren Besonderes an diesem Modul ist der Meilensteinprozess, der auch Grundlage ist, damit die Projekte besprochen werden können. Projektmeetings mit Informationsaustausch und Entscheidungsfindung. Hürden und Herausforderungen wie im echten Leben werden ebenfalls gestellt und gefunden. Und schlussendlich gibt es eine Ergebnispräsentation im Rahmen einer echten Medien- oder Pressekonferenz. Zu den allgemeinen Handlungskompetenzen wird selbstverantwortliches Planen und Koordinieren von Phasen und Aufgaben als Team innerhalb des Innovationsprojektes gezählt. Interdisziplinäres Projektmanagement, dabei Koordination verschiedener, parallel ablaufender und zum Teil sehr komplexer Aufgaben unter Einhaltung terminlicher und ergebnisorientierter Vorgaben. Des Weiteren anspruchsvolle Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten und mit Hilfe verschiedener Methoden und Techniken, zum Beispiel Marktforschung, Ideengenerierung, Problemlösungsmethoden, Interpretation von sensorischen Analysen, Kalkulationen, Gefahrenanalysen und so weiter. Auch strukturiertes, nachvollziehbares Arbeiten wie Projektpläne und Entscheidungsprotokolle gehören zu den allgemeinen Handlungskompetenzen, aber auch sich klar, kurz und sachlich zu argumentieren, sowie sich und die Idee so gut wie möglich zu verkaufen. Zu den Handlungskompetenzen für die Vertiefungsrichtung Consumer Science und Marketing gehören das Durchführen einer Markt- und Situationsanalyse, das Erstellen einer Bedürfnisanalyse inklusive Consumer Insight. Die Studierenden dieser Vertiefungsrichtung wenden auch den Prozess der Ideenfindung an, also setzen Kreativtechniken ein, erstellen ein Produktentwicklungs-, Verpackungs- und Kommunikationsbriefing und erarbeiten konkrete Marketingmaßnahmen. Neben der Sensibilisierung und Förderung der genauen Beobachtungsgabe eines angehenden Marketeers sollen des Weiteren analytische Fähigkeiten geschärft werden. Die Studierenden der Vertiefungsrichtung Technology
planen und organisieren Versuche, erstellen und dokumentieren Rezepturen und Verfahrensanweisungen, planen und führen sensorische Analysen durch, werten dieses statistisch aus und interpretieren sie. Des Weiteren wenden Sie Lebensmittelsicherheitsanforderungen bei Ihrem Produkt und der Verpackung an, indem Sie eine HACCP-Studie mit Fließdiagramm erstellen, dabei eine Risiko- und Gefahrenanalyse durchführen und Maßnahmen zur Eindämmung dieser Risiken definieren. Zudem erstellen Sie eine Deklaration Ihres Produktes gemäß schweizerischem Lebensmittelrecht. Zu den Handlungskompetenzen der Vertiefungsrichtung Food Business werden Produktkalkulationen gezählt, das Erstellen einer Deckungsbeitragsrechnung für das Produkt. Des Weiteren wird eine Planerfolgsrechnung durchgeführt und der Break-Even-Punkt und bei Bedarf statische oder dynamische Payback-Analysen einer Investition getätigt. Außerdem verfassen diese Studierenden eine Beschaffungsmarktanalyse, bereiten allenfalls eine Make-or-Buy-Entscheidung vor und analysieren innerhalb von Sensitivitätsanalysen Worst-Case-Szenarios. Wie schon erwähnt, schaffen wir mit den drei Meilenstein-Meetings eine geeignete Umgebung für autonomieförderndes Lernen. Neben den genannten fach- und beruflichen Handlungskompetenzen lernen die Studierenden hier auch selbstständig zu handeln, indem der Startpunkt, die Zieldefinition und der Fortschritt des Projektes in der Verantwortung der Teams liegen. Ein Planungstool mit Teilzielen und Meilensteinen bildet dabei die Grundlage für alle Projektteams. Die Meetings dienen als Kontrolle oder als Absicherung, aber auch als Beratung, Austausch und Inspiration zwischen den Studierenden und den Lehrpersonen. In der Kürze liegt die Würze. Dies ist auch in der Industrie so. Die Studierenden haben 45 Minuten Zeit, den Stand der Dinge zu präsentieren, Fragen zu stellen und das Möglichste aus dieser Diskussion für sich und ihre Projekte zu nutzen. Am Ende der Meilenstein-Meetings werden jeweils die nächsten Schritte vereinbart und allenfalls Entscheidungen getroffen, respektive verargumentiert. Das letzte Wort dabei haben aber immer die Studierenden, da sie ja bewusst über ihr Handeln und dessen Konsequenzen die volle Verantwortung tragen sollen. Versäumnisse, Lücken oder gar grobe Mängel müssen in einem Protokoll und in einer Pendenzenliste dokumentiert und bis zum nächsten Meilenstein-Meeting behoben sein. Das Protokoll des Meetings wird eine Woche nach Stattfinden der Besprechung eingefordert. Als Ergebnis des Moduls bzw. als Kompetenznachweis werden die drei Meilenstein-Meetings zu je 10% gerechnet. Dazu gehören die Leistungen der Studierenden in der Vor- und Nachbereitung, in der Präsentation und das Verhalten während der Diskussion. Zu 60% des gesamten Kompetenznachweises zählt der Schlussbericht, der übrigens auch über einen individuellen Teil verfügt. Darin sind all diese Kapitel aufgeführt: Projektorganisation, Protokolle und Pendenzenlisten, Marketingkonzept, Produktkonzept, Verpackungsgestaltung, Design und technische Anforderungen, Rezeptur- und Fließdiagramm, HACCP-Konzept mit Gefahren- und Risikoanalyse, Deklaration nach schweizerischem Lebensmittelrecht, eine Beschaffungsmarktanalyse, die Deckungsbeitragsrechnung, Planerfolgsrechnung mit Break-Even plus Sensitivitätsanalysen. Der letzte Teil des Kompetenznachweises ist das Verhalten und die Präsentation an der Pressekonferenz. Ist es den Studierenden möglich, ihr Projekt und ihr Produkt zu verkaufen? Also die Verkaufspräsentation wird beurteilt. Plus zusätzlich werden alle Produkte und alle Ideen noch von den Mitstudierenden in Bezug auf Originalität bewertet. Das Feedback an die Studierenden besteht aus einerseits den mündlichen Diskussionen während den Meilenstein-Meetings. Das ist ein Coaching und eine Beratung, Wo die Teilergebnisse mündlich besprochen und beurteilt werden. Dann wird der Schlussbericht beurteilt, der eigentlich einer Dokumentationsbeurteilung gleichkommt, nach vorgegebenen Kriterien, welche die Studierenden kennen. Zusätzlich wird pro Kapitel dieses Berichtes angegeben, wer dafür verantwortlich war. Das lässt eine individuelle Beurteilung zu. Und an der Verkaufspräsentation, an der Pressekonferenz, wird die Verkaufsfähigkeit des Produktes beurteilt
und die Originalität. Der Aufwand für die Konzeption dieses Moduls ist vor allem zu Beginn des Moduls, respektive vor dem Modul, bis alle organisatorischen Arbeiten erledigt sind. Dann gibt es die Vorbereitung auf die Meilenstein-Meetings. Da kommen Dokumentationen der Studierenden, die müssen natürlich gelesen und vorbereitet werden, damit man auch während den Meilenstein-Meetings Fragen stellen kann und allenfalls die Studierenden inspirieren kann mit eigenen Ideen oder mit Vorschlägen. Dann einen Schlussbericht zu beurteilen, das ist im Rahmen von 20, 30 Seiten, wenn man 40 Studierende betreut, die in Fünfergruppen arbeiten, dann ist das 8-mal diesen Bericht zu lesen. Das ist nicht eine wahnsinnig aufwendige Sache, aber trotzdem muss da natürlich auch entsprechende Arbeit dahinter gesteckt werden. Was auch noch zu Aufwand führt oder führen kann, ist natürlich dann die Organisation der Pressekonferenz. Da ja echte Medien eingeladen werden, die müssen quasi hungrig gemacht werden. Und das geschieht auch über Medienmitteilungen, die wir den Medien zusenden. Die müssen auch aufbereitet sein, damit dann hier an der Pressekonferenz jeweils jemand erscheint. Die Erfahrungen bisher waren sehr gut. Die Studierenden haben das Modul geschätzt, da es sehr praxisnah ist und da sie sehr individuell und in Gruppen aber auch arbeiten konnten und ihr Wissen, ihre Kompetenzen, die sie bisher erlangt haben, auch praktisch einsetzen konnten. Vielleicht aus Ausblick. In Zukunft ist angedacht, dass wir noch enger mit der Industrie, mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten und das Modul quasi so gestalten, dass auf Auftrag oder auf Mandatsbasis Produktentwicklung für kleinere, gewerbliche, aber auch vielleicht kleinere und mittelgroße Unternehmen geschafft werden.